Heute führt uns unsere Reise von Christchurch über die Canterbury Plains und das Mackenzie-Hochland nach Queenstown. Wir passieren am türkisleuchtenden Gletschersee Lake Tikapu. Er ist der größte von drei etwa parallel verlaufenden Seen auf der Südinsel von Neuseeland. 700 Meter über dem Meer gelegen, hat er eine Fläche von 83 Quadratkilometern. Hier bietet sich neben der Möglichkeit zu einem Picknick ein Rundflug über die Südalpen an. Wir nutzen diese Gelegenheit und fliegen mit einem kleinen, einmotorischen Flugzeug auf einer 200 Kilometer langen Route über die schneebedeckten Alpengipfel, Eisfelder und Gletscher der atemberaubenden neuseeländischen Alpenwelt. Unter uns der von Gletscherbächen gespeiste Lake Tikapu. Die auffallende Türkisfärbung wird von einem im Wasser in Suspension stehenden, sehr feinen Sediment verursacht, das aus vom Gletschereis abgeriebenen feinsten Feinstaub besteht. Am Macaulay River vorbei fliegen wir weiter das Kutli-Tal hinauf. Nachdem wir das Kutli-Tal hinter uns gelassen haben, erwartet uns eine herrliche, unberührte und schneebedeckte Bergwelt. Vor uns erhebt sich der Mount Tasman mit knapp 3500 Metern, Neuseelands zweithöchster Berg. An Neuseelands höchster Eis- und Felswand entlang, Caroline Face genannt, fliegen wir in Richtung Tasman-Gletscher. Jetzt sehen wir auch den Mount Cook, von dem Maori Auraki genannt. Er ist mit seinen 3754 Metern der höchste Berg Neuseelands. We'll be right back.
Der vor uns liegende Pukagi-See ist wie sein östlicher Nachbar, der Lake Tekapo, ein Überbleibsel der Eiszeit. Nun verlassen wir das raue Bergland wieder und nähern uns dem Flugplatz.